dazu gebracht hat, mich dafür zu interessieren, war, dass ich bin nun mal Christ. Und ich finde auch andere Traditionen, Religionen gut. Es ist vieles dabei, aber ich bin Christ. Ich kann das nicht und will das auch nicht ändern. Aber es wäre schon schön, wenn das mal kompatibel mit etwas wäre. Und wenn man jetzt in andere Lehren geht, dann wirst du da auch nicht gleich verbrannt, ja. Aber es ist schon so, dass es halt, natürlich kannst du Christ sein, aber das machen wir jetzt mal hier, was wir hier machen. Und dein Christsein, das machst du dann wieder zu Hause, sage ich jetzt mal so. Und das ist hier halt anders. Du kannst hier in der Andinen-Tradition wirklich beides miteinander verbinden und miteinander nebeneinander leben, ohne es jetzt total zu verflechten. Aber es kann nebeneinander bestehen. Und ich brauche mein Christsein nicht einen Augenblick aufgeben. Und das war für mich so der Hauptpunkt. Und da habe ich schon so gedacht, na, das schreiben die so, mal gucken, wie es denn dann jetzt auch so ist. Aber es war so, absolut.